Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück in der Präpokalypse. Ich bin immer noch unterwegs auf Buchsuche. Beim letzten Mal habe ich zwar gesagt, wir machen direkt diese Infested-Quest, aber ich bin immer noch auf der Suche nach Büchern, damit wir vielleicht die Möglichkeit haben, Munition in größerem Stil herzustellen. Armed and dangerous is one thing. Armored and dangerous is even better. Naja, kann man sehen, wie man will. So. Howdy, Partner. Ach so, weil der, das sagt er, weil er die ganze Rüstung verkauft wahrscheinlich, ne? Das kann ich dir mal verkaufen. Ich glaube, Machete brauchen wir nicht, ne? Sind wir maximal ausgelevelt. Können wir ihm schon mal verkaufen. Hier, Papier. Willst du Papier? Kriegst du Papier. So, Armor sind wir komplett. Tactical Warfare. Ich kaufe sie mal alle drei ab. Der Bowhunter kaufe ich ihm alle drei ab. Der Handgun. Shotgun Messiah kaufe ich. Achso, wir haben keinen Platz. Oh, thank you. I needed a sale after dealing with gawkers and talkers all day. Crossbow Quality 4. Welcome to the one-stop shop for all your armor needs. Tech brauchen wir nicht, Armor brauchen wir nicht. Electric brauchen wir nicht, Knife. Ne, da hat er alles, okay. Was könnte er noch haben? Waffen könnte er noch haben. Ich meine, wir sind im höchsten Gebiet. Von daher könnte der auf jeden Fall noch gute Sachen haben. 43 für die Armor Piercing, was würden wir da bezahlen? 1300. Komm. Einfach mal ausgeben. Ja, aber sonst hat er nichts Aufregendes, ne? Hat keine Waffen, nichts. Parts oder sowas? Eine 5er Pfanne, ja. Das ist auf jeden Fall Late Game. Ja, keine Ahnung. Brauchen wir noch irgendwas? Mods habe ich auch alles oder habe ich meines Erachtens mehr als genug? Ich weiß es nicht. Tools. Na ja, gut, da ist er halt hier. Iron Shovel Stufe 5. Wow. This makes up for the shit you stole from me. Da waren wir auch da. Hat er gerade gesagt, dass er mitbekommt. Okay. Ich habe niemals bei dir geklaut. Ah, warte mal, wir sind nicht komplett, gell? Er könnte einen Triple Pocket Mod haben, siehst du? Oder können wir die mittlerweile herstellen? Nee, ist noch gesperrt. Warum, vielleicht hat, aber das ist ja ein Buch, oder? Vielleicht kauft, verkauft er uns eine? Howdy, Partner. Da, 1080. Come ach, back komm. Soon. We restock often. So, da ist eine Double. Das ist voll. Triple. Double. Wir können immer nach Parts gucken, aber ich glaube, wir haben eigentlich genügend da. Rival Parts? Ne, hat er nicht. Okay. I would love to set you up on a payment. Raider Joel's is your one-stop shop for all things armor. That's a fine choice you just made. Good. Ah, M60 Quality 4. Oh, Baby. Da werden wir anstatt der Tactical Rifle auf jeden Fall eine M60 bauen. Das ist sehr gut. Wen haben wir noch in der Nähe? Ich meine, muss ja bei den Büchern können die ja alles haben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei hier, Double Trader Rekt. Und ich würde sagen, Shotgun. Oh, ich hatte mir noch einen Shotgun Messiah markiert. Ach, sorry, dass ich nicht die Quest mache, aber irgendwie habe ich gerade Bock da drauf. Wir fahren hier rüber und holen uns den. Dann gehen wir dann oben zu dem Rekt. Was machen wir denn jetzt? Gucken wir erstmal oben, was hier los ist vor der Tür. Vor der Tür. Spinnst du? Was ist denn das? Warum hast du eine Überwachungskamera auf dem Kopf? Ich glaube, ich treffe nicht die Sau. Noch jemand, der auf uns wartet? Nein? Gut.
Was ist denn das für eine? Einfach nur radiated? Na, das ist so eine Spezial. Ich dachte schon, warum geht die nicht kaputt? Gut. Ist hier eine Stadt da vorne? Das, ich meine, hier in diesem Gebiet sollte ja, sollen ja größte Städte voran sein, oder? Also ich glaube, das ist ja die einzige, das einzige Gebiet, wo es in dem in Seven Days to Die große Städte gibt, hier das zerstörte Biom ist, wenn ich mich da recht erinnere. Donuts. Vielleicht Working Stiff. Oh, ein Cracked Book wäre super. Warte mal, wir müssen erstmal uns um die kümmern. Der ist immer noch nicht weg. Jetzt ist er weg. Wir haben so viel Mist dabei. Maiskolben raus, Aloe raus, Papier raus, Gammel, Läppchen hätte ich ganz gerne. An dich war ich klein. Und Knochen, so viele brauche ich eigentlich auch nicht. Naja, eins haben wir, ne? Komm, jetzt ein Crackbook, ein schön. Ich meine, im zerstörten Biom ein Crackbook ist natürlich auch eine Nummer. Pop and Pills. Der hat mich gesehen, klar. Ich meine, ich bin Moped hier vorbei, Eier. Da ist ein Crackbook. Da ist ein Crackbook. Oh, da ist aber auch ein dicker. Also es ist natürlich auch ein gewisses Risiko hier, aber... Aber das nehmen wir in Kauf, oder? Moment, das ist ein Crackbook Preppo. Oh, das könnte aber interessant werden. Okay, fahren wir einen Bock weiter vorne. Jetzt lassen wir mal. Ach du Schande, was ist denn hier alles gespawnt? Was geht denn hier ab? Guckt euch das mal an, was hier spawnt. Das ist ja Wahnsinn. Oh, ich hätte mal was essen sollen, oder? Warte mal, ich habe aber hier... Das können wir uns reinziehen. Und wir haben einen Wasserfilter im Schädel. Können wir den Fisch so essen? Nee, nee. Was, wir können den scrappen? Da gibt es nur Knochen. Na, das hat sich ja gelohnt. Hier, das können wir essen. Cobblestone können auch aus. Brauchen wir auch nicht hier. Shem brauchen wir auch nicht. Lead brauchen wir nicht. Die Pfeile. Die brauchen wir definitiv auch nicht. Die 44 Oil Shale brauchen wir nicht. Die 8 Potassium brauchen wir nicht. So. Ach du Güte, was hier rumläuft. Ach du Schande, das ist ein Direwolf. Am Tag auch noch. Der sieht uns aber zum Glück nicht auf die Entfernung. Und da ist wieder ein Kopf. Alter, wenn du ins verbrannte Biom umziehst, hast du aber richtig Spaß. Das war ein normaler... Da ist ja noch so einer. Und ich drücke ja schon 500. Wie viel haben die denn? Ich muss überlegen, mit jedem Schuss gehen über 500 Schaden raus.
Holen wir uns auf jeden Fall auch. Oh Gott, das ist aber hier eine ganz schöne Nummer. Bloß nicht irgendwas reinrennen, was uns hier eskalieren lässt. Den hat es noch nicht erlegt. Jetzt hat es erlegt. Und irgendwas gurgelt hier. Okay, die machen wir durch, ne? Dann gehen wir hier kurz mal durch. Mechanical Tools, die lerne ich jetzt einfach mal hier. Wo war denn der andere Wund? Der war hier hinten irgendwo. Da. Du bist schon ein hässliches, großes Ding, du. Ne? Du bist schon wirklich... Ey! Der wollte einmal Motorrad, habt ihr das gesehen? Oh, da hinten sind schon wieder welche gespawnt. Was ist denn das für ein Gebiet? Das ist ja echt kritisch, guckt euch das doch mal an. Ist ja der Hammer. Und Steve hier als normaler Zombie dazwischen. Hier kannst du dich auf einen freien Platz stellen und holst einfach aus der Umgebung die ganzen Gegner weg. Ich fahr mal ganz kurz davor. Weil hier sind ja auch noch ein paar Zeitungsstände. Gut, was zu trinken ist immer gut. '91 sind wir jetzt bei dem. Oh, was hier rumrennt, das ist ja echt der Hammer. Uiuiuiui, oh man, das Polizeiauto würde ich ja schon ganz gerne. Da ist noch ein Crackerbook an der Ecke. Oh, der ist aber ein Vieh. Oh, krass. Der Crackerbook im zerstörten Biom. Bei dem Level. Alter Vater. Wenn ich wüsste, wo der Hauptlootraum war. War der nicht im Keller? Oder war der auf dem Dach? Nee, war auf dem Dach bei dem, ne? Oder? War der nicht bei dem Crackerbook oben auf dem Dach so ein Landeplatz? Oder? Oder war der im Keller? Und im Keller war der Hauptloot. Schade. Aber im Keller weiß ich, da hat es mich ja ohne schon ein paar Mal echt gut zerrissen. Gut, ist die Frage, ob hier der Crackerbook wesentlich harmloser ist. Das würde ich mal bezweifeln. Also mal Waffen reparieren, das ist eine gute Idee. Bevor uns unterwegs auf einmal die Waffe kaputt geht. Im Kellerloch in die Wand, dem Garagentor reinschießen. Können wir probieren, ja? Wollen wir machen? Die Regie hat aber immer tolle Ideen. Gab es hier einen Hintereingang? Ich kann mich an den Point nicht mehr erinnern. Ah, das ist ein kleiner Crackerbook. Der müsste sich ja machen lassen, ohne Probleme, oder? Richard Moons Plaza. Komm, wir gucken mal hinten rum. Ach du Schande, guck mal, ich bin doch gerade hier ausgestiegen. Was ist denn hier los? Habe ich überhaupt noch genügend Munition einstecken?
Na, 1600 Schuss haben wir noch. Okay, ich gehe mal ganz kurz außen rum. Hier ging es raus, ne? Das war der Ausgang am Ende. Na, hier stehen sie auch schon drin, radiated. Ja, ja, ja. Wie stark sind die Wände? Nicht stark genug. Komme ich aber nicht rum. Machen wir neu einen raus, dann kommen sie, egal. Dass sie das da drin nicht mitbekommen, ne? Ich baue hier die Wand ab. Okay, nachladen. Nachladen. Hocke. Scheiße, ich erinnere mich, ja. Aber wo war hier der Hauptdude? Der war in einem der Tore, ne? Hinter einem der Tore. Fuck. Sowas kann ich gar nicht gebrauchen. Ich glaube, ich habe gerade alles gepult, was hier unten drin ist, oder was? Oh, ich bin verseucht. Nee, ist geheilt, verseucht. Hä, wann habe ich mich denn verseucht? Habe ich präventiv? Shit. Oh, guck mal hier, drei Sachen, die wir noch nicht kennen. Bogenauflage und. Machen wir hier auf? Ne, wir lassen das Loch da drin, ne? Dann stoppen wir sie so ein bisschen. Steht auch einer. Bräuchte ein Nachtsichtgerät. Da müssen wir rein. Liegen sie auch drin, ne? Nur nicht irgendeinen Fehler machen. Scheiße, er müsste halt hier vorlaufen. Ich komme halt hier um die Ecke nicht ran, aber... Ah, jetzt. Da war doch noch einer, oder? Da. Na, was ist mit... Warte mal. Okay, hat sich beruhigt.
Nachtsichtgerät wäre schon eine coole Nummer. Okay, kommen wir jetzt hier rein. Der ist in die Wand massiert. Wo war der Hund? Ich habe mir gerade ein bisschen ins Höschen gemacht. Er war hinten. Oh, Honig, ja. Der war neben mir, oder? Ist der hinter der Tür? Ja, ich höre was laufen. Da ist einer. Den muss ich mir holen. Haben wir noch einen Punkt? Ist das aufregend. Scheiße, da ist irgendjemand dahinter. Ich glaube, das ist so ein Säurespucker. Oder steht hier noch einer? Nee. So, ich will ja nur an die Kisten hier. Okay, das war's dann aber auch, das was angeht. Hier noch mehr Räume? Ich weiß gar nicht mehr. Und das ist der Hauptblutraum. Scheiße, es kotzt. Eine 5er Machete. Cool. Oh, eine Sniper Rifle Level 4. 113 Schaden drückt die raus. Moment, nee, die Swiss Fatally macht mehr. Die Swiss Fatally macht mehr, meine ich. Okay. Meine ich. Bin mir aber ehrlich gesagt unsicher. Schatzkarte, die werde ich hier nicht aktivieren. Das ist mir zu risikoreich. Da ist noch eine Kiste versteckt. Cool. Die macht 120, ne? Die ist fürs Vetter näher. Okay, dann sind wir hier durch, oder? Ich mache aber nicht das Rolltor auf, das ist mir zu risikoreich. Ah, da ist ein automatisch da stehen. Das klingt ja schlimm. Sir, haben Sie Verdauungsprobleme? In der Mitte bei der Maschine ist noch eine Kiste. Bei der Maschine? Ah ja, ich sehe sie ja. Wo ist der Gurgeltyp? Ach, da liegt einer, oder? Ja. Da lag einer. Wahrscheinlich liegt dahinter noch einer.
Guck mal, so schnell sind wir jetzt im Sneaken. Cool. Ja, das war doch sehr erfolgreich. Jetzt müssen wir nur aufpassen, wenn wir hier rauskommen, weil die ganze Welt ist ja irgendwie hier gefährlich. Oh, da stehen sie doch schon wieder. Guckt euch das an. Bist du einmal nicht in der Nähe, denkt sich das Spiel, ich spawne hier mal ein paar Gegner. Ihr wollt mein Motorrad klauen. Ja, cool. Jetzt noch hier rein in Crackerbook. Machen wir hier auf? Oder ist da auf dem Dach der Loot? Ich weiß es halt nicht, ne? You killed 50 Zombies. Ich glaube, der lohnt sich aber nur im unteren Bereich. Was Bücher und Co. angeht. Ich würde jetzt darauf verzichten, hier quer durch die Häuser zu gehen, weil das alles so verwinkelt ist. Ja. Oh nee. Oh Gott, im verbrannten Gebiet auch nur nachts. Okay. Nee, oder war oben nicht noch Regale? Robotic Sledge Level 3. Puh. Ja, und da geht's ins andere Gebäude, ne. Das lassen wir mal lieber. Gucken wir noch ganz kurz im Hinterraum. Checken, dass ich nicht hier gleich überrascht werde.
guckt euch mal an. Unten links seht ihr meine Verborgenheit, ne? Mit 8, 9. Wenn ich mich nicht bewege, bei 3. Ich schlage auf eine Kiste ein, komme gerade mal auf 14. Also ich bin ja fast auch so lautlos. So. Gut. Sind wir hier raus? Müssen wir in der Nacht nach Hause fahren. Das gibt natürlich jetzt auch einen Spaß bei der Umgebung. Da hinten ist Gevatter Per. Alter Vater. So, Buchladen haben wir ausgeräumt. Ich glaube, in dem Buchladen selber im Gebäude sind ja kaum Kisten, oder? Meine ich. Bin mir unsicher. Oder irre ich mich da? Ah, wir haben vorhin noch den Prepper-Buchladen. Wo war denn der? Break a Book. Der war hier irgendwo. Ja, hier war der Break a Book. Den müssen wir uns markieren. Gut, ab nach Hause. Toll, verbrannte Biome, haben sie gesagt. Spaß machen wird's, haben sie gesagt. Komm doch mal vorbei. Ist doch gar kein Problem. Hier, schau lieber ab. Hier ist nicht gut für dich. Jetzt muss ich hier nur irgendwie rauszirkeln. Naja, Mahlzeit. Nein, siehst du, das wollte ich vermeiden. Das ist halt das Problem hier in dem zerstörten Biom, dass du hier nicht einfach mal querfeld eindonnern kannst, weil überall irgendwelche Metallstücke auf der Fahrbahn liegen. Oh, wieder im Grün. So, wir sehen uns zu Hause. Bis morgen früh. Okay, ich bin doch noch nicht zu Hause. Ich bin gerade am Shotgun Messiah vorbeigefahren. Hab mir gedacht, da können wir mal reingucken. Wir sind ja im Grasbiom. Wo ist hier die Schlange? Habt ihr gerade dazwischen gehört? Hier war doch eine Schlange eben. Okay. Wir packen... doch. Wir packen ein Teil ins Moped. Und zwar, wir packen ins Moped hier so Mods. Das hier, das. Waffenteile. Die AK, ein bisschen Munition. Warte mal. Boah, haben wir viel Munition rausgeholt. Guckt euch das an. Ist ja der Hammer. Das hat sich super gelohnt. So machen wir das, oder? Ist das ein Fehler? Nö, 1500 Schuss. Passt. So, wir machen aber die Dachtour. Weil da drüben müssen wir rein, das ist der Hauptloot. Ich meine, dass sie hier auf dem Dach liegen. Ja. Hä? Da ist gerade jemand gespawnt und runtergehüpft, ne? Habe ich doch richtig gesehen. Okay. Ich werde hier einfach vorbeischleichen am Rand. Bin ja zum Glück sehr schnell im Schleichen mittlerweile. Nur aufpassen, hier können in den Gebäuden können auch welche sein. Also hier in diesen Lüftungsschächten oder sowas können sie drin sitzen.
ich wüsste nicht, wo hier. War das nicht so, dass hier gar nichts los war, hier unten drin? Ich meine, hier war gar nichts los. Oder? Spawnen die erst, wenn ich hier unten drauf gehe. Nö. Hier scheint niemand drin zu sein. Aus Sicherheitsgründen erstmal den Kram entfernen. Cool, dann nehmen wir das noch mit. Ey, es war richtig erfolgreich. Wir haben so viel Munition hier rausgezerrt aus dem einen Run. Also die 762 haben wir viel rausgeholt. Wir haben halt ein bisschen Swiss Fetterly hier die Magnum-Munition verballert, aber ich finde es trotzdem cool. Und guck mal, noch ein paar Bücher. Ich glaube, bald können wir uns das Auto leisten. Oh, dann können wir vielleicht die Prepper-Karre noch bauen, die würde ich auf jeden Fall gerne sehen. Lieber als den 4x4, muss ich sagen. Auch wenn er wahrscheinlich jetzt nicht so oft genutzt wird, weil ich brauche kein Auto. Das ist ja Quatsch. Moped ist schnell genug. Da oben ist noch einer. Quatsch. Okay. Es leuchtet da grün dazwischen? Weiß man nicht. Habe ich noch eine? Da hinten. Auch. Haben wir noch einen? Ist hier noch einer in der Ecke? Nee. Pappboxen, Pappboxen. Ich glaube, das war's. Nee, mache ich auf keinen Fall auf. Ich hau hier nicht über den Hof ab. Das ist ziemlich aua dann am Ende. Pump-Shotgun Quality 1. Guck mal hier. Obwohl wir es nicht geskillt haben, kommen wir jetzt ganz gut dahin. Bogenteile machen wir auf jeden Fall klein. Ich mache mal klein, ja. Wow. Okay, jetzt müssen wir nur abzittern. Hui. Noch ein Magazin bis zu einem 60 kriege ich gerade die Info. Wartet hier was auf mich? Nö, gell? Shit, shit, shit. Da drin sind sie wach geworden. Aber da rein würde ich schon ganz gern nochmal. Wieso war das jetzt so laut? Habe ich einen Schalli aus dem Ding ausgebaut? Wieso hat das so geknallt? Ne, ist noch drin. Wieso hat das eben so geknallt? Was war das? Das habe ich gerade voll erschreckt. Ich dachte, warum löst das Ding ohne Schalli aus? Es klang zumindest so, als ob es ohne Schalldämpfer war. Schalldämpfer drauf. Bogenstütze im Fünffachpack. Okay, hier ist nur Dings, das ist Quatsch. Ich glaube, hier gegenüber war noch was, oder? Irgendwo eine der Räume hatte, glaube ich, noch Loot drin, wenn ich mich recht erinnere. Der hier. Die sehen mich eh nicht. Die hören mich nicht, weil ich ja sneaky bin. Sobald ich in der Hocke bin, ich ziehe das jetzt hier durch.
werden zwar immer wieder aufgeschreckt, weil ich Krach mache. Seht ihr das unten rechts? Unten links? Zack, zack, 3, 2, 1, wieder unsichtbar. Und wieder unsichtbar. Oh. Zweimal Lucky Looter noch rein. Das bleibt hier, Gammel bleibt hier. Das wird klein. Okay, raus hier. Okay, ich bin raus. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut bis dahin. Es war sehr erfolgreich. Wir sind fast bei der M60. Wenn wir jetzt noch ein Magazin finden, glaube ich, dann haben wir die Level 4 M60. Oder wir können das mal ganz kurz checken. Haha, wir sind schon bei Level 5 M60. Ja, geil. So, bis zum nächsten Mal. Wir haben Spaß. Wir machen auf jeden Fall den Festival Clear. Ciao.